Autobrewer ist da. Die Rewards hier oben bekommen wir immer. Wähle 1. Sehr komisch. Ich nehme jetzt gar keins? Nee. Okay, die Quest ist irgendwie buggy. Ich habe auch keine Ahnung, wieso. Vielleicht hätte ich das Ganze selber im Inventar herstellen sollen und nicht im ME-System? Weiß ja nicht. Na gut, was haben wir hier? Eine Angry Doll und eine Creepy Doll. Die Quest hatten wir auch schon. Ich glaube, wir haben die Dolls aber nicht mehr. Kann das sein? Angry Doll haben wir. Was mit Creepy? Was brauchen wir für die Creepy? Creepy Doll. Wir brauchen das da. Wir brauchen Porzellan Clay. Precious Doll. Oh, wir haben keine Tintensäcke, weil wir keine Tintenfische haben. Wie kriegen wir Inksex? Ink schreibt man nicht mit C. Inksex. Aus schwarzer Wolle im Pulverizer. Wie kriegt man schwarze Wolle? Aus Inksex. Ja, okay. Also, eventuell sollte ich jetzt doch wirklich mal mit Mariculture anfangen. Also einen riesigen Wassertank unten hinbauen. Damit zum einen die Squids drin spawnen können und zum anderen wir auch immer Wasser parat haben für die ganzen Fischgeschichten. Das wäre dann noch eine Ebene tiefer. Ja. Ich würde ungern jetzt noch eine Ebene tiefer anfangen, wenn wir es noch nicht mal geschafft haben, hier alle Wände hochzuziehen. Geschweige denn auf der obersten Ebene überhaupt mal alle Plattformen zu Ende zu machen. Ich muss mir überlegen. Also eventuell gibt es bald eine kleine Off-Camera-Phase, wo ich die Plattform zu Ende baue. Weil das ist wirklich ultra langweilig. Da wäre das endlich mal fertig und das sieht ja einigermaßen gescheit aus. Muss mir aber noch überlegen. Bis dahin, was wollten wir noch? Also Jetpacks sind gebaut. Redstone kann noch in Pulverizer. In den da. So, das ganze andere Zeug können wir einladen. Silber hatten wir keins mehr. Das sollte wieder reingepumpt werden. Weg, 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 weg. Weg, weg. Alles weg hier. Ah, achso, und den Blaze auch da rein. So, Silber. Wir haben kein Silber. Beziehungsweise wird kein Silber gerade reingeballert. Oh. War. Achso, Platinum Ore Sand kann nicht eingeschmolzen werden. Silver Ore Dust, Copper Ore Dust, ist alles Dust. Gut. Nickel, Aluminium, wird alles eingeschmolzen. Kommt alles in das ME-System, ist alles gut. Trotzdem hätte ich jetzt eigentlich ganz gerne Silber als Priorität. Ich guck mal, ob ich da noch Dust finde. Silber, da. Dezent viel vorhanden. Gib mal 2 Stacks davon. Ah, bitteschön, bitteschön. Oh, und das Klicken übrigens. Ist schon wieder das Falsche. Das Klicken übrigens ist wirklich der Hochofen. Und zwar hat der jetzt irgendwo einen Slot. Bei den Ducts weiß ich gar nicht. Irgendwo einen Slot, wo Schlacke angesammelt wird. Du kannst raus, du wirst glaube ich gar nicht eingeschmolzen. Ja, also irgendwo müsste hier Schlacke sein. Und wenn das voll ist, dann wird sie rausgeschmissen. Das ist jedes Mal das Klickgeräusch. Aber eigentlich... Ah, hier. Brennmaterial. Hat er jetzt alles vollgeballert mit Kohle? Oder ist die Anzeige nur irgendwie laggy?
Naja, also vor dem Klicken lasse ich mich jetzt nicht mehr irritieren. Ich weiß, was es ist. Genau, Klick. Silber wird eingeschmolzen, kommt aber nicht raus. Was ist denn hier los? Oh, wir haben keinen Exportpass für Silber. Ja, okay. Haben wir einen für das Platin? Ja, fürs Platin haben wir es. Okay, das machen wir kurz. Du, da, weg, 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 weg. Gib mir ein Bucket. Ja, okay. Gib mir Shiny. Gib mir Tin. Und gib mir das da. So. 11 leere Buckets. Sehr schön. Brauche nur einen. Dann hätte ich hier gerne Molten Silver. Haben wir 12 Buckets. Das ist nicht so viel. Aber schon mal anfangen. Also du... Molten Silver. Genau. Füll dich. Dann machen wir dich mal kurz auf. So. Ja, Gold weiß ich gar nicht, ob wir Gold brauchen. Ich guck mal. Nom, 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 nom. So. Gold. Ja, ist nicht viel. Gold Ore Dust könnte dann auch gleich mal eingeschmolzen werden. Wir brauchen, denke ich mal, noch mehr Hochöfen, weil der eine kommt hier absolut nicht hinterher. Und du pumpst bitte auch ab. So. Gold und Silber werden eingeschmolzen. Kohle ist okay. Bucket brauchen wir nicht mehr. Gut. Hochofen. Dafür brauchen wir die ganzen Scorched Bricks wieder. 22 Stück. Wir brauchen auch einen Duct und wir brauchen... Gucken wir uns unser Ding einfach nochmal an, was wir alles brauchen. Wir brauchen einen Controller, wir brauchen einen Drain, wir brauchen zwei Ducts. Ein Duct für Brennmaterial und ein Duct für das zu schmelzende Material. Und dann kommst du hier hin. Hatten wir den Boden unter dir? Ja, du bist im Boden eingelassen. Das heißt, hier kommt ein 3x3 Loch. Klick. So. Dann kommt noch eine Reihe davon. Dann kommt hier der Controller hin, damit es gegenüberliegend ist. Dann ist hier ein Duct, da ein Duct, da ein anderes Ding. Oh. Hinstellen geht schneller. Und schon haben wir keine Bricks mehr. Und da muss dann noch eine Etage oben drauf. Zumachen. So. Verkabelung brauchen wir dann auch noch, aber das ist kein Problem. Erstmal brauchen wir jetzt Scorched Bricks. Da gab es eine schnelle Variante. Ich weiß noch nicht mehr, wie sie ging. Also gucken wir kurz nach. Scorched Brick. Brick und Liquid Casting Table. Ja, das ist nicht die schnelle Variante. Nee. Scorched Stone. Können wir eine Chisel herstellen. Ne, das scheint wirklich am schnellsten zu gehen. Okay, dann brauche ich Clay. Clay, da einen halben Stack von... ich brauche noch Compressed Stones. Nur für den Fall, dass wir noch mehr Seared Stone brauchen. Und dann mache ich das hier oben kurz. Also gib mir drei davon. Ding... Ah, es war immer noch kein Clay. Es waren Bricks. Genau. So. Bam, 55 davon. Gut. Und du hast nicht genug, also kommt die da auch noch rein. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack.
Wir brauchen ein gutes Dutzend, denke ich mal. Also 4 Vorgänge ist machbar. Und währenddessen überlege ich mir, was noch so ansteht. Also Mariculture würde ich schon ganz gerne mit anfangen. Es ist nicht ganz so problematisch, wenn ich es richtig verstanden habe, wie mit den Bienen. Also weil wir, das war jetzt falsch, mit den Bienen, weil wir halt kein Samenöl brauchen, was bei den Bienen uns gerade auffällt. So, du wieder rein. Wir bräuchten allerdings eine Fläche dafür. Und ich denke, der Keller bietet sich da am ehesten an, dass wir dann so einen Unterwasser, ja, einen unterirdischen Unterwasserpark, was auch immer bauen. Und da die ganzen Mariculture-Sachen hinstellen. Aber wie ich vorhin schon meinte, ich hätte eigentlich ganz gerne. Oh, ich hätte ganz gerne vorher die Plattform fertig. Und wenn ich das immer nur so ein bisschen nebenbei mache, dauert das noch 50, 60 Folgen. Und wenn ich es wirklich mal durchziehen würde, dann ist es einfach nur strunzlangweilig. Also ich werde wahrscheinlich in den nächsten Folgen zwischendrin mal einfach nur die Wände hochziehen. Und ich werde dann auch wirklich nichts anderes machen, als nur die Wände hochziehen, damit er gar nichts verpasst. Ich denke, das ist die beste Alternative. So, wir haben jetzt schon 21, das reicht sowas von. Kann ich die Scorched Bricks zerlegen zu den da? Nee, ne? Das ist ein Problem. Das heißt, ich brauche jetzt die normalen Bricks. Und die habe ich gerade alle benutzt, um die da herzustellen. Schön, dann hätte ich gerne Clay. Da. Da, da. Und die schmeiße ich hier hinten in unsere Oldschool-Öfen. Was? Ich sollte es auch rausnehmen, ha? Clay, Clay. Ein Stack reicht, gib. Komm. Du. So. Ich brauche ja nur eine Handvoll davon. Ich brauche die ja nur für die. Für den Drain und für die Ducts. Also Ducts für die Gegenstände und Drain für die Flüssigkeit. Und dann ist gut. Die Dinger brauchen jeweils 6 Stück. Also bräuchte ich 18 Scorch Bricks. So, so, so. Und die kommen jetzt hier rauf. Richtig? Also einfach das nehmen, da hinlegen, das da drauf. Sehr gut. Mehr. Mehr, 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 mehr. Au. Wo bist du hin? Ich hätte schwören können, ich hätte da auch noch einen raufgelegt, aber. Was? Was war gerade glitchy? Da waren gerade zwei von denen in einem Feld. Schon wieder. Was soll das hier los? Ach so, weil die instant eingesaugt werden. Ja, okay. Weiß ich auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Es war vom Prinzip her eine gute Idee, aber ne, hat nicht so wirklich gut geklappt. Ding, 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 ding. 14. Gleich fertig. 16. Einer fehlt. Der wird im E-Terminal liegen, aber geht jetzt um Prinzip und so. Du, 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 du. So. Gib mir. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein Drain. Das ist der nach oben. So, oh, wir brauchen den Controller auch noch. Den habe ich ganz vergessen. So. Dann einen davon. Einen davon. Und für den Controller brauchen wir bestimmt einfach nur 8 Stück. Richtig? Wo ist der Controller? Control. Ja, ein Scorch Brick fehlt. Lalala. Du da. Gib mich. So, Scorch Brick. High Oven Controller. Sehr schön. Dann hops. Ja, das wird ein Problem später, wenn alle Wände da sind. Ich werde sehr viel rumwuseln müssen und kann nicht mal einfach so durchfliegen. So,
Du High Oven Controller. Du da, du da, du da. Also Controller hierhin. Drain. Ja, Drain hierhin. Und Duct hierhin. Da und da. Und Rest einfach nur die da. Ne, nicht das Questbuch. Da. Das Ding war oben noch zu, oder? Ich glaube schon. So, du weg. Ja, ist oben zu. Und tada, es funktioniert. Okay, also nächste Folge. Das Ding noch verkabeln, alles richtig anschließen, alles richtig einstellen. Und dann kommen wir hoffentlich mal hinterher mit dem Einschmelzen von den ganzen Sachen. Oder wir stellen den Hochofen drüben primär auf Stahl ein, damit wir schon mal Reaktor-Casings und all so ein Gedöns bauen können. Ja, und das mit dem Silber und Gold macht mir echt ein bisschen Sorgen. Da müssen wir nochmal gucken, was wir da machen. Also ein bisschen Bestandsaufnahme, wie viele Ingots wir haben, wie viel Redstone wir haben. Weil ich würde richtig, richtig gerne Sachen auf Vorrat haben. Also einfach so 100 goldene Chips, 100 Diamantenchips, 100 Fluix-Dust, 100 Fluix-Kristalle, 200 ME-Kabel, 200 Conduits, all sowas. Dass man nicht immer so Fisselarbeit zwischendurch hat. Weil Ressourcen müssten wir eigentlich langsam dafür haben. Ja, und wenn wir sie nicht haben, dann ist halt das nächste Ziel, einen Reaktor zu bauen und mit dem Reaktor die Void-Drills, die Mining-Drills zu betreiben, um so noch schneller noch mehr Ressourcen zu bekommen. Aber das dann später. Also bis denn. Achso, und eventuell sind nächste Folge ein paar Mauern da, die vorher nicht da waren. Also nicht drüber irritiert sein. Bis gleich. Klick.